Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der SRDB-Aufgabe 1679. Lesen wir uns zuerst gemeinsam die Angabe der Aufgabe durch. Nachstehend ist der Graph einer Funktion f von R nach R dargestellt. Zusätzlich sind zwei Flächen gekennzeichnet. Die Fläche A1 wird vom Graphen der Funktion f und von der x-Achse im Intervall 0,4 begrenzt und hat einen Flächeninhalt von 16,3 Flächeneinheiten. Die Fläche A2 wird vom Graphen der Funktion f und von der x-Achse im Intervall 4,6 begrenzt und hat einen Flächeninhalt von 7 Drittel Flächeneinheiten. Durch unsere Angabe erhalten wir schon einige Informationen. Wir haben also unsere positive Fläche A1 gegeben und diese ist 16 Drittel Flächeneinheiten groß. Wir haben weiters eine Fläche A2 gegeben, die 7 Drittel Flächeneinheiten groß ist. Sehen wir uns diese einmal an. Wir sehen, die Fläche A1 ist unterhalb des Funktionsgraphen. Das bedeutet, ihre orientierte Fläche und damit auch das bestimmte Integral wären negativ. Wenn wir jetzt die orientierte Fläche A1 suchen und somit auch das bestimmte Integral im Intervall von 0 bis 4, müssen wir es mit einem negativen Vorzeichen versehen. Somit ergibt sich für unser bestimmtes Integral von 0 bis 4 minus 16 Drittel. Bei der Fläche A2 sehen wir, dass sie oberhalb des der x-Achse liegt und somit diese 7 Drittel der positiven Fläche A2 auch der orientierten Fläche A2 entsprechen und somit unser bestimmtes Integral von 4 bis 6, 7 Drittel ist. Sehen wir uns nun die Aufgabenstellung an. Geben Sie den Wert des bestimmten Integrals von 0 bis 6 von f von x dx an. Ich gebe dir einen Tipp. Wir suchen beim bestimmten Integral ja immer die orientierte Fläche. Daher betrachte dass A1 unterhalb der x-Achse liegt und A2 oberhalb der x-Achse liegt. Versuche nun, das bestimmte Integral zu finden. Du kannst dafür gerne das Video pausieren und wir besprechen nachher gemeinsam die Lösung. Genau, du solltest das bestimmte Integral bestimmen und sehen wir es uns gemeinsam an. Wir haben ja vorher schon festgestellt, dass das bestimmte Integral von 0 bis 4 minus 16 Drittel ist und das bestimmte Integral von 4 bis 6 7 Drittel. Das liegt daran, dass wir beim bestimmten Integral immer die orientierten Flächen betrachten und somit gibt sich für das gesamte Integral von 0 bis 6, dass dieses das bestimmte Integral von 0 bis 4 plus das bestimmte Integral von 4 bis 6 ist, also minus 16 Drittel plus 7 Drittel und somit ergibt sich minus 9 Drittel. Und unser bestimmtes Integral von 0 bis 6 ist minus 9 Drittel.